Habe ich jetzt eigentlich genug Platz zum Trainieren? Sieht so aus. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Kein Schlafplatz. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Dann baue ich doch mal hier das Ding aus, schnapp mir den Salamander und stick ihn da rein. So, such dir einen Schlafplatz und dann schlaf dich mal aus, Junge. Ich bin zwar ein böser Keeper, aber ich bin kein... Ich schände meine Kreatur nicht. Ich habe nämlich keine Lust, von der Gewerkschaft einen Brief zu kriegen. Soll ich den Magier? Na, Magier habe ich eigene. Ich brauche die Heckenmagier, der ist gut nicht. Ja, genau. Das ist auch immer schön mit anzusehen. Die eisernen Jungfrauen helfen ein bisschen beim Foltern. Ich glaube, dadurch geht das Bekehren halt schneller. Also gut. Nein. Hier will ich nichts ausgraben. Das ist ja noch schön. Wäre noch schöner. Hier das Gold oder. Wie komme ich zu dem Gold rüber? Ah, gut, Doch, das war volle Absicht. Tüdelü. Ich wollte nämlich hier dieses Gold haben. Habe ich noch 8 Ims? Ja, ich habe noch. 8 ist immer so die perfekte Zahl an Ims, die man haben kann eigentlich. Sind alle meine Skelette fleißig beim Trainieren oder sind die anderen beiden am Rumlatschen? Du bist am Rumlatschen. Und du bist am Rumlatschen. Nix da, hier wird trainiert. Komm, ich mache euch extra noch die Trainingskammer etwas größer. Auch wenn das jetzt hier wirklich nichts gebracht hat. So. Zwei Riesen habe ich mittlerweile. Der letzte wird noch bekehrt und dann muss noch der Magier sterben. Dann können wir hier mal draufdreschen und in seine Burg einfallen und das Ganze beenden. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Jupp. Na, nicht den Schatz. Komm her. Gleich trainieren gehen. Diesmal achte ich so gar nicht mal so drauf, dass meine Skelette Maximallevel haben, weil ich habe ja schon einen Haufen Salamander und ich habe Riesen. Das heißt, ich kann ordentlich draufhauen eigentlich, ohne mir jetzt große Sorgen ums Training zu machen. Oh, was ich an Mana kriege. 400 plus. Ihr habt erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Jawohl. Euer Zauberspruch Donnerschlag wurde verbessert. Das ist auch schön. Okay, dann legen wir mal los. Schnappen uns alles, was so interessant ist. So. Und werfen alles vor ihrer Haustür ab. Angriff. Ja, eigentlich dank des Sammelrufs klappt das auch mittlerweile viel besser. Muss ich nicht dauernd in die Symbiose gehen. Musste ich nur vorhin mal kurz. Autsch, da hat's meine Jungfrau erwischt. Okay, das läuft doch nicht ganz so gut wie geplant. Es ist Zahltag. So. Vier Tote von mir, dann sollte ich gleich mal 4 Imps bereithalten. Nehmen wir gefälligst endlich den Raum ein. Hä? Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Ja.
Nehmen wir endlich den Raum ein, bevor die wegsterben. Ich mein's ernst. Zwei sind schon gestorben. Ah, wir sind alle tot. Auch gut. Das hat jetzt nicht ganz so geklappt, wie ich es wollte, aber sei es drum. Der ist Level 3. Der kann gebraucht werden. Gefangennahme aus. Nein. Gefangennahme aus. Das ist ein bisschen blöd, dass der direkt neben der Kerkerstür steht. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Der Eingang zur Festung von Baron Siegmund ist durch viele verschiedene Gänge möglich, die unterschiedlich schwer bewacht werden. Keeper wendet den Zauber böser Blick an, um Einsicht in Gebiete zu bekommen, die euch ansonsten verborgen wären. So könnt ihr den einfachsten Weg zu eurem Ziel finden. Also hier ist nun mal ein langer Gang. Der auf Lava führt und dann auf der anderen Seite zu einer Kanone. Okay, von der Kanone aus geht's dann durch Gold weiter. Und hier entlang? Ein Riese wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Welcher Riese wurde? Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Blödsinn. Schlafraum. So. Hier ist ein bisschen Geld zum Aufheben. Das kann ich ja selber mal machen. Also ich denke, ich werde dann die Tür einschlagen. Gold. So. Riesen. Aufmachen. Die Tür kann ein bisschen länger dauern, weil das eine verstärkte Tür ist, keine normale. Der Riese, Stufe 1, den brauchen wir nicht bekehren. So. Gucken wir mal da rein. Da geht's auch mit einer Barrikade und einem Level 7 Magier, Stufe 7 Magier. Das ist nicht ganz so berauschend. Hier ist eine Kanone mitten im Weg. Geht noch gerade so. Ich glaube, ich werde es mit dem Level 7 Magier hier versuchen. Auch wenn mich das einige Verluste kosten dürfte. Also, Riesen. Tür aufmachen. Drei Elfen, aber die sollten keine Wache halten, die sollten trainieren gehen. So. Ja, eigentlich sieht es jetzt nach dem 10 Anfang ziemlich gut für uns aus. Mal. Ich hoffe mal, dass ich jetzt den richtigen Weg wähle. Sobald der Riese bekehrt ist, greifen wir dann mal an. Das ist schon irgendwie ein bisschen sadistisch, den einfach am Leben zu erhalten. Die Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Ja, das ist gut. Vor allem die 7 Salamander sind wichtig, weil hier ziemlich viel Lava ist und wir die Salamander brauchen. Riese wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat.
Na, der komm. Zauberspruch Symbiose wurde verbessert. Holt euch euer Geld ab. Ach, gieriges Pack. Vor allem, was erlauben die sich eigentlich? Erfolgreich ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. So. Dann setze ich euch mal hier ab. Baue eine Brücke hier rüber. Und setze eine Fahne. Geschöpft ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. So, die Fahne können wir gleich weg. Einige eurer Geschöpfe kommen nicht zu der Flagge, an der ihr sie zusammengerufen habt. So. Zwei Skelette. Trainieren. Ich hoffe mal, die Riesen sind so klug und schlagen da. Ja, genau. Weiter schlagen, nicht weglaufen. Oh, genau. So, hier alles einnehmen. Dann wird nochmal die Brücke hier wieder aufgebaut, dass ihr den Magier schnappen könnt. So ein Stufe 7 Magier ist nämlich ziemlich was wert eigentlich. Und in dir, so. Okay. Nein, nein, nicht da einschlagen. Da wollen wir erst mal sehen, was dahinter ist. Nur ein Gang. Na gut. Hinter diesem Gang hier. Ach du Heiliger. Okay, ob das die richtige Entscheidung war. Dahinter ist nämlich ziemlich viel. Zum Wiederklopfen. Das könnte mich wirklich Truppen kosten da hinten. Aber ich glaube, ich werde es ein bisschen anders machen. Ich werde hier das Gebiet einnehmen. Oder ist der Lord hier in der Richtung? Das finde ich immer ein bisschen blöd. Man muss wirklich ewig lang suchen, bis man den Lord findet. Ich tippe mal, der ist hier hinten irgendwo, oder? Bingo. Ihr habt da etwas Grünliches unter dem Fingernagel. Was? Kann gar nicht sein. Der ist aber gut verteidigt, Heilige. Ein Riese wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Dann soll er sich einen Platz zum Schlafen suchen. Also ja, doch, das war die richtige Wahl. Hier durch nämlich. Und dann hier hinten rum. Also gut. Zwei Riesen haben keinen Schlafplatz. Das ändern wir doch mal. Gleich. So, geht schlafen. Wie sehen Schlafplätze von Riesen überhaupt aus? Ein Riese wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Dann geht essen. Okay. Die Hühnerfarm müsste eigentlich groß genug sein. Es ist Zahltag. Jawohl.